Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Frank the Tank von Streetlights und Roller.com. Ja, meine Freunde, ich habe hier heute nicht nur ein ganz besonderes Schätzchen liegen, sondern ich habe mir gedacht, wir machen eine neue YouTube-Reihe und zwar wie eine kleine Serie und zwar, dass wir 2 bis 4 Mal im Monat euch irgendwelche Raritäten aus der Scooter-Szene zeigen, die es absolut nicht mehr zu bekommen gibt. Entweder sind diese Produkte einfach super rar und neu oder auch gebraucht oder sonstiges und wir möchten mit euch ein wenig über diese Produkte sprechen. Und zwar, ja, hier haben wir heute auch schon das erste Produkt, das ich euch gleich vorstellen werde. Und wenn ihr zu Hause auch noch irgendwelche Schätze liegen habt, vielleicht sogar noch ganz neue, die es seit wirklich Jahrzehnten oder seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gibt, dürft ihr euch damit bei mir melden und ich mache dann darüber ein Video, damit die anderen Leute aus der Scooter-Szene sich auch an dem Video erfreuen können. So, folgendes, Freunde. Es war Anfang dieses Jahres und zwar habe ich mir einen Italjet Formula 125 gekauft, aber leider hatte dieser einen Kurbelwellenschaden. Und zwar war dort diese Kurbelwelle verbaut, auf die wir gleich auch noch ein bisschen näher eingehen, die aber defekt ist und Lagerschaden hatte und krumm ist. Und zwar war es früher bei den Italjet 125er Zweizylindermotoren. Ja, dieser ist ein Zweizylinder Zweitaktmotor und zwar von Italjet, der in den Formula eingebaut worden ist. Und dieser hatte folgende Schwäche. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass Italjet sich damals der 50er Technik bedient hat. Zumindest was diesen Vario-Stumpf angeht, der ganze Antrieb, das passt alles auch von dem Italjet Formula 50 oder Derby Vamos. Die haben ja ungefähr alle dieselben Kurbelwellen. Man hat sich halt der 50er Technik bedient und hatte nun folgendes Problem. Und zwar die Kurbelwelle, bei dieser Version ist die Kurbelwelle verstärkt. Das heißt, wenn die Leute immer von verstärkten Motoren reden, reden wir eigentlich von nichts anderem, außer dass die Kurbelwelle jetzt nun am Ende noch gelagert wurde zum Schluss bei den letzten Motoren. So, bei den ersten Modellen war dies natürlich nicht der Fall. Und die Kurbelwelle würde jetzt hier ungefähr sitzen. Und ihr müsst euch vorstellen, hier ist ein sehr, sehr langer und dünner Kurbelwellenstumpf. Und zwar immer, wenn man jetzt, sagen wir mal, mehr wie 70 Kilo gewogen hat oder sogar mit 2 Leute auf den Roller gefahren ist, müsst ihr euch grob vorstellen, dass die Kurbelwelle sich immer bei der Leistung hin und her gebogen hat. Ja, das heißt, immer wenn ihr Vollgas gegeben habt und habt selber 100 Kilo gewogen oder seid noch mit einem Sozius durch die Gegend gefahren, hat sich die Kurbelwelle grob gesagt immer hin und her gebogen. Irgendwann ist die Kurbelwelle dann hier gebrochen. Und was war? Man hatte einen riesen Motorschaden, der eigentlich kaum noch zu bezahlen war. Weil diese Kurbelwelle hat damals schon 1000 Euro gekostet und wird heute noch mit 1000 Euro gehandelt, wenn man denn überhaupt mal eine finden würde. Eigentlich ziemlich unmöglich. Manchmal, ganz, ganz selten, taucht im Netz wirklich noch eine Kurbelwelle für 1000 Euro auf. Damit ist man natürlich aber auch nicht bedient, weil es ist natürlich auch noch eine riesen Arbeit hier. Man muss das Ganze natürlich auch noch drauf haben, hier die Wellendichtringe, Mittelstück und so weiter. Das Ganze natürlich dann auch noch zusammenzusetzen, erfordert ein ganz schönes Know-how. So, Italjet ist dann hingegangen und hat dann irgendwann, weil natürlich so viele Garantiefälle aufgetreten sind, und hat die Kurbelwelle, damit die sich hier am Ende nicht mehr hin und her biegt, haben die einfach hier im Motordeckel ein Stützlager eingebaut. So wie man das bei manchen Fahrzeugen hinten vom Wandler kennt. Das heißt, die Kurbelwelle geht hier in ein Stützlager rein und kann sich somit nicht mehr hin und her biegen und die Kurbelwellenschäden bleiben so ziemlich aus. Das heißt, natürlich kann man auch noch durch andere Gründe einen Kurbelwellenschaden bekommen, aber zumindest nicht mehr dadurch, dass die Kurbelwelle sich hin und her verzieht. Der Motor hatte aber noch eine weitere Schwachstelle, meiner Meinung nach. Und zwar ist es ja hier ein Zweizylinder-Zweitakter. Das Problem ist, er wird von einem einzigen Delorto-Vergaser befeuert. Ja, und zwar haben wir hier einen, wenn ich mich nicht recht falsch erinnere, einen 17,5er Delorto-Vergaser auf diesen Motor verbaut, der das Ganze durch diesen großen Ansaugschutzen aufteilt und damit 2 Zylinder befeuert. Das war auch eine Riesenschwachstelle von dem Motor. Und zwar, weil nicht immer gleichmäßig der Sprit auf beide Zylinder verteilt wurde und somit man hinterher auch zum Beispiel sehr oft einen Zylinderschaden hatte. Ein Zylinder, genauso wie die Kurbelwelle, ist so ziemlich unbezahlbar. Einen neuen Zylinder, ich glaube, gar nicht mehr zu finden. Man kann nur noch alte Zylinder restaurieren, neu hohen lassen, Übermaßkolben rein und solche Geschichten. Also wirklich überhaupt nicht zu bekommen. Es gibt ein Umbaukit auf 2 Vergaser, muss man dann natürlich synchronisieren. Die Technik und die Anschlüsse
wollte ich mal ausprobieren, meiner Meinung nach gleich von einem 50er Roller. Das heißt, dass man hier wirklich zwei Ansaugstutzen aufsetzen kann vom 50er Roller und zwei Vergaser nebeneinander. Muss man natürlich sich dann noch einen neuen Luftfilterzugang bauen. Aber das Ganze werden wir natürlich ausprobieren, wenn ich meinem Interjet 125er diesen neuen Motor verpasse. So, wie bin ich denn jetzt zu diesen Motoren gekommen? Die gibt es ja eigentlich schon seit Minimum 15, so ungefähr. Ja, ich würde sagen, wir sind bald an die 20 Jahre, wo man diese Motoren überhaupt nicht mehr neu bekommt. Ja, und zwar habe ich jetzt das Problem gehabt, dass ich einen Interjet hatte, der diese Kurbelwelle, sage ich mal, im Hintern hatte. Und zwar erstmal ist die Kurbelwelle verzogen, zweitens mal der Lagersitz ist eingelaufen. Das könnte man sich eventuell noch nacharbeiten lassen. Und dann habe ich gedacht, die 50er Technik wäre gleich. Man könnte aus zwei 50er Wellen eine 125er Welle bauen. Wir haben aber hier das Problem, dass tatsächlich bei dem 125er der Wangendurchmesser größer ist als beim 50er. Sonst ist alles gleich. Also wie gesagt, man kann den ganzen Antrieb einbauen vom 50er, auch die Wasserpumpe. Also der Stumpf, wo die Lichtmaschine drauf sitzt, ist alles gleich, aber der Wangendurchmesser ist anders. Somit ist das Ganze flach gefallen. Jetzt habe ich herumtelefoniert und habe dann gegoogelt und bin dann irgendwann an die alte Morini, daher ist der Hersteller von dem Motor Morini, bin am Morini gelandet und habe Morini gefragt, hey, könnt ihr mir nicht verraten, wer hat denn diese Kurbelwelle hergestellt? Also ich wollte wirklich diese wahnwitzige Idee damals durchziehen, um, sage ich mal, eine Kurbelwelle nachbauen zu lassen. Und ja, er sagte dann so, wofür denn? Ich sagte für 125, er sagte, nee, kann ich dir nicht mehr helfen, wir haben mit den ganzen Werken nichts mehr zu tun, Firma wurde schon dreimal umformiert oder wer weiß was. Und er sagte, aber du kannst, wenn du haben willst, einen Motor von mir haben. Ja, ich sag, wie viel denn? Ne? Wie ein Motor? Sagt er, ja, kannst du einen Motor haben, Euro. Ich sagte, okay, zeig mal Fotos. Ne? Ich konnte mir wirklich nicht mehr vorstellen, dass die noch so einen Motor in neu da liegen haben, so nachdem es die eigentlich schon 15 bis 20 Jahre nicht mehr gibt. Ja, auf einmal schickt er mir ein Foto, sagt er, hier, das ist der Motor. Ich konnte meinen Augen nicht glauben, ein nagelneuer FR125 Motor von Italjet, nagelneu verpackt, hat der mir Fotos geschickt, der hat mir den Preis genannt, ich habe gefragt, so aus Spaß, wie viele hast du denn? Ach da, hör mal, wir haben hier noch 14 Stück in der Halle stehen. Freunde, gesagt, getan, das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Zack, habe ich alle 14 Stück natürlich sofort genommen. Es gibt also jetzt meiner Meinung nach weltweit noch 14 nagelneue Motoren, die hier bei mir in der Halle schlummern. Und wir haben hier eigentlich das Problem, dass dieser Motor das Doppelte, na nicht das Doppelte, aber fast das Doppelte wert ist von dem, was im Moment ein Interjet Formula 125 wert ist. Aber warum habe ich das Ganze gemacht? Ich sage euch ganz ehrlich, für mich wird der Interjet Formula FR 125 irgendwann ein hohen fünfstelligen Bereich an Sammlerwert erreichen. Er geht ja jetzt schon durch die Decke. Man merkt einfach, wo ich angefangen habe vor 2 Jahren mit dem Thema. Und jetzt ist der Roller locker schon wieder um, sag ich mal, 1100, 1200 Euro gestiegen. Also die restlichen Fahrzeuge, die jetzt noch auf dem Markt werden, die werden einfach explodieren. Die werden explodieren. Und wenn ihr euch wirklich mal einen Formula 125 kaufen wollt, achtet wirklich immer darauf, ist da schon die gelagerte Vision. Also die sagen immer verstärkte Vision. Eigentlich ist ja gar nichts verstärkt, außer dass die Kurbelwelle hinten gestützt ist, also mit dem Stützlager. Und wenn ihr euch wirklich einen Formula kauft, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die Vision kauft mit dem Stützlager. Alle anderen Fahrzeuge könnt ihr gnadenlos runterhandeln, weil ein Motorschaden so schon so ziemlich wie vorprogrammiert ist. Es sei denn, ihr wiegt wirklich 50 Kilo und fahrt jedes Mal wie so einen alten Rentner an der Ampel los. Deswegen, wenn ihr wirklich mit den Gedanken spielt, euch auch so eine Rarität zu kaufen, kauft euch entweder bei uns noch so einen Motor. Wir haben die jetzt tatsächlich in den Shop eingestellt. Natürlich nicht recht günstig, aber wir sagen, warum sollen wir die auch günstig abgeben? Weil es wird eine Rarität, es ist wirklich ein Sammlerstück. Und wenn man einfach überlegt, dass eine Kurbelwelle schon 1000 Euro kostet, ein Zylinder eigentlich schon 1000 Euro kostet, aber man die eigentlich gar nicht bekommt, weil die ja unverkäuflich sind und alles an diesem Motor einfach komplett einbaufertig ist, inklusive Antrieb und so weiter. Aber hier geht es nicht ums Verkaufsvideo, sondern wenn ihr euch einkaufen wollt, nur mit gestützten Lager, und das ist absoluter Verhandlungsgrund, wenn diese Vision das nicht hat. Erkennt ihr daran, die ungestützte Vision hat hier einen Deckel drauf mit einem Schnörchel, mit so einem Belüftungsschnörchel, und so sieht halt die gestützte Vision aus. Ja, ja, was habe ich jetzt vor? Ich sag mal, ich werde mir definitiv nach dem Aerox-Projekt, werde ich mir einen Interjet Formula 125 holen, werde mir den Motor da einbauen und werde den wirklich nur bei schönem Wetter fahren, weil glaubt mir, Freunde,
Das hier ist eine absolute Rarität. Und ich bin wirklich stolz, diese Motoren zu haben. Habe absolut auch keinen Druck, dass sie wieder weg müssen, weil für mich ist es wie eine Wertanlage. Dieses Ding hat damals Meilensteine geschrieben. Es war sowieso der einzigste Zweizylinder-Zweitakt-Rollermotor, den es gab. Also ich glaube, es gab keinen anderen Zweizylinder-Zweitakt-Rollermotor, außer jetzt natürlich irgendwelche getunten Projekte von Too Fast oder wie sie alle heißen. Aber wir reden jetzt von einem Serienmotor. Ja, Freunde, ich zeige euch das ganze gute Stück nochmal von der anderen Seite. Hier inklusive Wasserpumpe, alles dran. Der Lotto Originalvergaser, Getriebe, alles fertig und das 14 Mal ergattert. Und das habe ich mir gedacht, ist unsere erste Rarität, die wir euch vorstellen. Und ja, haut mal eure Meinung in die Kommentare. Wie findet ihr so ein Interjet Formula FR 125 gerade als Sammlerfahrzeug? Und findet ihr auch, das ist eine Rarität? Ist vielleicht nicht der schnellste. Er hat 114 Kubik und liegt, oh, jetzt muss ich aufpassen, weil ich sage, ich meine, er liegt auch wirklich nur 13 bis 15 PS. Also er zieht jetzt auch nicht unbedingt einen Hering vom Teller, aber dieser Sound, wenn ihr damit fahrt, also er ist zügig, er ist definitiv schnell, ne? Aber dieser Sound, wenn ihr den anschmeißt und damit fahrt, einfach dieser Zweizylinder-Sound und so weiter, einfach genial. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich ausprobieren werde. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, ob man dort zwei LC-Zylinder von der Katana drauf bekommt. Dann ist der Wasseranschluss im Weg. Wir haben aber schon mit Kumpels das Ganze durchdacht, dass wir den Wasseranschluss dann jeweils nach außen legen. Plus den Vergaserumbau, den es ja auch zu kaufen gibt, den man aber auch selber machen kann auf zwei Vergaser und solche Geschichten. Aber die gehe ich wirklich erst an, wenn ich mein Projekt angehe. Und dann werde ich dieses Projekt definitiv ja auch, sage ich mal, in YouTube zeigen. Ja, FR 125 Formula, eine absolut seltene Rarität. Ich bin stolz, wirklich 14 Motörchen davon zu haben. Und ja, Freunde, wenn ihr auch zu Hause Raritäten liegen habt, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ihr könnt mir die auch zusenden. Die kommen definitiv auch nicht weg. Und wir machen darüber ein Video. Aber es müssen wirklich Sachen sein, die nicht mehr zu kaufen sind oder die wirklich irgendwie Meilenstein-Geschichte geschrieben haben in unsere Scooterbranche. Und Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen wirklich und wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut. Ciao.